Schönen Donnerstagvormittag, Servus und Hallo zu Push, unter anderem gleich mit den Morddrohungen in der Politik. Wir schauen uns gleich an, welche SpitzenpolitikerInnen in Österreich unter Polizeischutz stehen. Und ich zeige euch einen Heiratsantrag, der gerade viral geht. Ziemlich protzig. Stichwort 5 Eheringe oder Verlobungsringe in dem Fall auf einmal. Das und noch mehr jetzt gleich in eurem kurzen Überblick von Krone TV. Es war die wohl emotionalste und ehrlichste Rücktrittsrede von einem österreichischen Spitzenpolitiker. Rudolf Anschober tritt als Gesundheitsminister zurück. Bei der Pressekonferenz spricht er unter anderem auch offen über Morddrohungen, die er und sein Umfeld bekommen haben und darüber, wie sehr ihm dieser Hass zugesetzt hat. Damit ist er nicht alleine. Für mehrere Regierungsmitglieder gehört Polizeischutz erschreckenderweise zum Alltag. Alma Sadic zum Beispiel, unsere Gesundheitsministerin, hat schon mehr als 25.500 strafrechtlich relevante Hassnachrichten erhalten. Seit sie im Amt ist, muss sie von der Cobra beschützt werden. Auch Integrationsministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer sind im Visier von Radikalen. Ihm hat sogar ein Mann mit Waffenbesitzkarte gedroht: Pass auf deine Kinder auf. Seitdem steht auch die Familie des Innenministers unter Polizeischutz. Wer noch alle unter Polizeischutz steht, steht online im Artikel auf krone.at. Die U-Bahn der Zukunft. Ja, klingt nach einem utopischen Werbeversprechen, ist in dem Fall aber einfach die Wahrheit. Weil das ist die U-Bahn, die in Zukunft in Wien fahren wird. Jetzt starten die ersten Testfahrten mit dem sogenannten X-Wagen. Geht alles glatt, werden die modernen Garnituren nächstes Jahr in der U1 und in der U4 zum Einsatz kommen. Besonders spannend wird es dann ab 2026. Da soll der X-Wagen dann auf der neu gebauten U5 sogar vollautomatisch ohne Fahrer unterwegs sein. Wieder müssen echte Elefantenstoßzähne verwendet werden. Die TU Wien liefert Ersatz für Elfenbein aus dem 3D-Drucker. Jahrhundertelang ist Elfenbein für die Herstellung von Kunstgegenständen verwendet worden. Mit dramatischen Folgen für die Elefanten, denn die sind für ihre Stoßzähne, das Elfenbein, umgebracht worden. Seit 1989 ist der Handel mit Elfenbein daher international verboten. Für Restaurationen ist das allerdings eine Herausforderung. Es gibt nämlich kein vergleichbares Material in der Natur. Die TU Wien hat daher nun in Kooperation mit der Kunst- und Denkmalpflege der Erzdiözese Wien einen Hightech-Ersatz aus dem 3D-Drucker entwickelt. Diggory heißt dieser neue Stoff. Für den muss garantiert kein Elefant mehr seinen Stoßzahn verlieren. Ja, und dieser Heiratsantrag geht gerade viral. Ein Mann bietet seiner Frau 5 verschiedene Verlobungsringe zur Auswahl an. Insgesamt ist der ganze Antrag ziemlich protzig und luxuriös. William Hunn aus Amerika will da seiner Freundin offenbar eine ganz besondere Erfahrung schenken. Zuerst lädt er sie auf einen romantischen Helikopterflug ein und dann auf der Landeplattform bietet er gleich 5 verschiedene Verlobungsringe an. Sie darf sich aussuchen, welcher ihr am besten gefällt. Also man merkt, er hat sich besonders große Mühe bei der Inszenierung gegeben. Offenbar nicht umsonst hat er den ganzen Antrag auch professionell mitfilmen lassen und dann sofort auf Instagram gestellt. Das war das Wichtigste für jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Update, wenn ihr wollt, hier bei Push. Also bis dann. Boom, 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 boom.